Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fragmented. So, ich war jetzt offscreen etwas fleißig, hab mir hier von diesen Setlong Pouches ein paar gemacht. Die anderen habe ich alle weggeworfen. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventory. So. Die Aufgabe ist momentan nur zu leveln. Genau. Mehr müssen wir momentan nicht machen. Ich habe jetzt hier, ich glaube, echt einige von den Scheißviechern gekillt. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch noch schnell weiter, dass wir nochmal eine weitere Tasche uns craften können. Würde fast Sinn machen, weil dann haben wir noch ein bisschen Space für unterwegs. Jetzt die Taschen, die ich jetzt gerade habe, die sind alle voll. Und daher machen wir die jetzt hier einfach platt, die Scheißviecher. Damit kriegen wir auch ein bisschen Zeug. Und danach will ich mich ein bisschen in der Welt umgucken. Ich meine, ich wollte es eigentlich mit dem Fahrzeug machen, aber hilft jetzt nichts, weil ich habe kein Fahrzeug. Und es dauert wohl auch noch ewig und 3 Tage, bis wir ein Fahrzeug haben werden. Daher, was soll's. Machen wir es jetzt halt. So, 8 haben wir, 15 brauchen wir. Das heißt, 7 Drecksviecher müssen wir noch platt machen. In diesem Gebiet, wo ich gerade bin, sind relativ viele. Wo bin ich gerade? Ich bin da. Für die, die es interessiert. Also hier sind echt viele von den Viechern. Aber unsere Ausdauer ist halt echt miserabel. Komm schon, entspann dich, entspann dich. So, und noch einer weg. Und ich finde es lustig, dass man mit den Kandavern Fußball spielen kann. Gefällt mir irgendwie gut. So, da vorne haben wir noch einen. So, wie viel haben wir jetzt? Reicht's jetzt? Einen müssen wir noch. Einer sollte doch jetzt nicht die Problematik sein, oder? Put, 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 put. Da ist einer. So, mein Freund, du bist auch tot. Sieht man eigentlich von hier unsere Hütte? Müsste man da hinten irgendwo sehen. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall nochmal eine machen. Und zwar... Meine Fresse, machen wir es über Textil, geht schneller. Nö, können wir nicht, weil wir brauchen noch Rhyolite. Rhyolite gibt es aber relativ schnell in der Regel. Und zwar hier drin. Das ist jetzt gerade Vorführeffekt. Beim letzten Mal hatte ich eigentlich darin nur Rhyolite gefunden. Ach komm schon, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber wenigstens eins. Okay, unsere Picke ist annähernd kaputt. Macht aber nichts, aber ich glaube, dass dieses Rhyolite wirklich nur in den kleinen gibt. In den großen hätte ich es jetzt noch nicht gesehen. Dann suchen wir uns jetzt da hinten den kleinen aus. Und wenn es gut läuft, dann können wir den auch zerhacken und dann passt die Sache. Perfekt. Gut, das heißt, unsere Stone Axe ist aber kaputt. Das Stone Pick, das ist jetzt nicht so gut. Den machen wir jetzt noch platt. Just for fun. Und jetzt können wir uns eine Tasche nochmal craften. Perfekt, Leute. Genau so stelle ich mir das vor. Wie geht's unserem Health? Da können wir auch eins drauf machen. Ein bisschen futtern. Aber bevor wir jetzt hier in die große Welt ziehen, würde ich fast nochmal runter ans Meer gehen. Und die Trinkflasche auffüllen, weil die habe ich nämlich leer gemacht. Oder fast leer. Und das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, die aufzufüllen. Dann ist da hinten noch ein Feuerchen, sehe ich gerade. Vielleicht können wir an dem Feuerchen was zu beißen machen.
weiß, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht funktioniert das ja. Aber Fleisch haben wir nämlich genug. Ah, nee. Das Feuer, das reicht ihm nicht. Ja, egal. Bären gibt es unterwegs genug. Dann schauen wir mal ganz kurz in unser Inventory rein. Ich weiß nämlich nicht, wo die Flasche drin ist. Gleich im ersten. So. Dann können wir eh jetzt weggehen. So, wo will ich hin? Mich würde es ja da nach oben, genau in die Richtung, wo ich gerade gucke, ziehen. In der Richtung waren wir noch nie. Oder mal in die Richtung, ich weiß nicht. Aber hier unten, da waren wir schon. Da oben waren wir auch noch nicht. Ich glaube, das ist Wüste da oben. Wir waren da unten in der Eiswüste. Ja, dann schauen wir doch mal nach oben, oder? Wird sich irgendwie anbieten, dass wir da hingehen. Schauen wir mal, ob ich diesen Felsabhang jetzt hier hochkomme. Ich bin mir nicht sicher. Aber Trinken haben wir dabei, Bären haben wir dabei. Eigentlich sollten wir gut durchkommen. Jetzt müssen wir hier direkt durch das Feld von den Drecksviechern durch. Das finde ich jetzt nicht so awesome. Vielleicht können wir sie einigermaßen umgehen. Ich glaube, das klappt. Weil craften können wir momentan nicht wirklich Neues. Wir haben ja ein paar Textildinge. Was ist das denn hier? Was bist du denn? Hey, das ist ja geil. Hey, das ist ja geil. Ja, nice. Wieso kann ich die nicht nehmen? Wo ist der hin? Der ist verschwunden. Ich würde das Ding gerne auf jeden Fall mitnehmen. Aber das ist ja mal geil. Sind die besser als unsere? Ne, das sind die gleichen wie unsere, oder? Ja. Können wir wegschmeißen. Aber das hier. Armor 5. Das ist besser als unseres. Ist zwar nicht gegen Wärme gut, aber gegen Kälte. Das ist ja mal geil. Das hier können wir uns jetzt behalten für Wärme. Das habe ich nämlich schon gesehen. Es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt welche, die halten dich warm. Es gibt welche, die halten dich kalt. Aber so Supply-Dinge habe ich noch nie gesehen, Leute. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Aber wo ist der andere jetzt von vorhin gerade hin? Das wiederum gefällt mir nicht so gut, dass der einfach verschwunden ist. Weil die Picke, die hätte ich sehr gerne gehabt. Liegt hier noch irgendwo eine rum? Ich würde jetzt gerade keine sehen. Schade eigentlich. Ah, die Picke hätte mir jetzt natürlich sehr gut gefallen. Ah gut, vielleicht despawnen die auch wieder. Also nach so Supply-Dingern auch ein bisschen Ausschau halten. Nö, da ist nichts mehr drin. Die zwei Sachen, die können wir da wieder reintun. Vielleicht zieht sie sich einen Lurker oder irgend sowas an. Schadet auf jeden Fall nicht. Man muss mit dem Zeug ja nicht verschwenderisch sein. Gut. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, schon einigermaßen, oder?
Aber es muss ja auch neue Viecher und sowas hier geben. Also es ist ja nicht so, dass nur die Viecher, die wir bisher gesehen haben, gibt. Es gibt noch weitere. Und die, behaupte ich, finden wir nicht in der Nähe von unserer Base, sondern ich denke, da müssen wir ein bisschen rumstrolchen. Ist das da hinten unsere Base? Ich glaube schon, oder? Ja, wir sehen genau auf unsere Base hin. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie den Abhang hochkommen. Schaut aber gerade nicht so gut aus. Und an der Stelle kommen wir schon mal nicht hoch. Nö. Ah, irgendwie müssen wir hier hochkommen. Da bin ich mir sicher. Hier kommen wir auch nicht hoch. Und Sonne und Regen. Interessant. Ey, wie kommen wir denn hier jetzt am besten hoch? So komme ich am besten hoch. Ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt hier noch ein paar Beeren ein. Oder auch nicht. Doch, jetzt hat. Waren jetzt nicht so viele wie gedacht. Oh, dieses Schnaufen, das ist so nervtötend. Lass mir mal ganz kurz ein bisschen entspannen, weil das parke ich einfach nicht auf Dauer. Ja, wenigstens ein paar Beeren. Und ein paar andere Beeren. Und er ist schon wieder am Stöhnen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es nach oben geschafft, oder? Genau. Hier schaut es irgendwie rot aus. Wieso schaut es hier so rot aus? Hauen wir uns schnell die Beeren rein. Schadet auf jeden Fall nicht. Dann sind wir wenigstens satt. Dann geht auch unser Health ein bisschen hoch. Wir sind jetzt Level 15, sehe ich gerade. Was wollten wir denn beim letzten Mal? Wir haben gesagt, Textil wollen wir hochleveln wegen dem Backpack. Andererseits. Wie heißt meine Waffe? Razor Sharp Axe. Ah, Mili. Weil eine ist mir schon kaputt gegangen. Und die hier, behaupte ich fast, die können wir gar nicht herstellen. Hoho, das ist gar nicht so gut, Leute. Die Steel Axe ist sicher gut. Steel Sword ist sicher auch gut. Die Calibrate Axe ist wahrscheinlich auch gut. Wahrscheinlich besser als das, was wir jetzt haben. Vielleicht sollten wir wirklich ein bisschen noch auf Melee gehen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Schauen wir mal. So, Melee. Ja, die schaut doch so aus wie unsere, oder? Diese Razor Sharp Axe. Ja, perfekt. Die können wir herstellen. Das ist wichtig. Das sage ich euch, das ist wichtig. Und das Knife, das will ich dann auch als nächstes herstellen. Dann können wir hier unser Stone Knife, nämlich Damage 31. Wisst ihr, was das... Jetzt komm schon. Campfire Forge. Okay, ein Campfire sollten wir doch herstellen können, oder? Das dürfte doch hier irgendwo sein, oder? Campfire. Craft. Hat er jetzt weggeworfen? Ich glaube, ich habe das Campfire jetzt wirklich... Ich habe das Campfire wirklich weggeworfen und ich sehe nicht mal wohin. Wahrscheinlich ist es runtergekullert oder irgend so ein Kack. Manchmal habe ich echt Glück. Gut, dann machen wir halt nochmal ein Campfire. Ich meine, dafür hatten wir jetzt genug Zutaten, Gott sei Dank. So, her damit. Und dann können wir uns hier nämlich Melee
das Knife hier mal craften. Damage 38. Unser jetziges 31. 20. Proc von 20. 15. Ich würde sagen, das verwenden wir jetzt noch, bis wir keins mehr haben. Und dann tauschen wir es durch das hier aus. Ich finde es schade, dass hier nicht steht, was die Dinger bringen. Das müsste hier stehen, Leute. Es wäre viel besser. Aber die Axt ist bisher, glaube ich, das Stärkste, was wir haben. Die macht fast so viel Schaden wie die Schrotflinte. Gut, ist halt Melee. Gut. Wir können jetzt auf jeden Fall wieder eine herstellen, das ist gut. Weil die ist eigentlich ganz gut. Also bisher das Beste, was wir haben. Mit der würde ich auch gerne bewaffnet jetzt hier rumher stravanzen. Töten wir mal einen Bock. Oh, die sind schon höher. Die sind schon... Die haben schon ein höheres Level. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin gespannt, was mir das jetzt bringt, wenn ich die platt mache. So. 251 hatten wir 10. Das ist jetzt nicht so viel. Wir sind jetzt hier, glaube ich, echt in ihrem Territorium. Gehen wir nochmal ein bisschen auf Seite. Hauen uns ein paar Bandagen dran, würde ich sagen. Die wir auch wieder craften müssen. Ja, 30. Ja, damit könnte man... Gut. Damit könnte man schon ein bisschen was reißen, aber... Ist auch nicht so viel. So, Textil. Bitte sag mir, dass ich Bandagen noch machen kann. Wo waren die denn? Die waren doch da, oder? Ne, die waren bei Survival. Bandagen. Ja, können wir ein paar wieder machen. Also Bandagen finde ich tatsächlich wichtig. Hunger und Essen ist auch noch okay. Da oben war doch noch unser Feuerchen. Ist das noch da? Ja. Dann könnten wir doch rein hypothetisch mal ganz kurz gucken. Und zwar hierher. Haben wir hier noch so eins. Und noch eins. Ach, eins können wir noch. Perfekt, Leute. So, derweil können wir das Messer jetzt noch auf Seite tun. Das können wir auch noch auf Seite tun, bis unser eigenes Messer kaputt ist. Ich meine, brauchen wir jetzt nicht mit beiden equipped rumlaufen. Und wir hätten uns vielleicht noch die eine oder andere Tasche machen können. Weil die Waffe, also die Shotgun und die Gnade, die hätten wir auch noch wegtun können. Ich habe jetzt momentan eh keine Ammunition dabei. Oder sollen wir uns Ammunition herstellen? Das müsste doch eigentlich drin sein, oder? Ammunition brauche ich in Kämpfer oder sowas. Könnten wir wirklich machen. Da hat sich das Rezept, behaupte ich, auch geändert. Dafür habe ich doch vorher hier Ding gebraucht. Schwarzpulver. Resin. Jetzt brauche ich dafür das gar nicht mehr. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Ammunition dabei. Das gefällt mir eh besser. Ich finde, Ammunition ist wichtig. Machen wir hier mal einen Reload. Dann schauen wir uns noch die Schrotflinte an. Da könnten wir auch einen Reload machen. Und dann könnten wir mal hier so ein bisschen... das Viech platt machen.
Spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Ihm auf Distanz ein bisschen eine hinter den Latz knallen. Und dann ihn mit einer Melee-Waffe ausnehmen. Halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee. So, da ist jetzt die nächste Steinwand. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, oder? Ja, sind wir. Ich glaube fast, dass hier der Weg nach oben führt. Der Kerl, der hat überhaupt keine Ausdauer. Ah, Skillpoints haben wir jetzt auch gar nicht mehr. So viele, die wir jetzt hier vergeben könnten. Im Sinne von eigentlich gar keine. Okay, hier sind viele von den Viechern. Und die sind auch eher Low-Level. Okay, einen konnte ich killen. Die sind jetzt aber hier echt eher low level. Der wiederum nicht. Kommt er zu mir? Ich glaube, er wollte. Schaut mit dem Level aus. 388. Ja, passt. Geht auf jeden Fall voran, meine Freunde. So, aber das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.